los. Hier lang. Ben hinter dir. Okay. Vermisst du ihn eigentlich? Wie, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Was machst du denn da, Dina? Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Kaum. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie Tattoo war nicht richtiger für dich. Interessant. Klappe. Okay. Du kannst schon mal da anbinden. Oha. Sieht wohl nicht gut aus, da kommt wohl auch irgendwas. Hey. Willst du was spektakulär? Wie passiert dem Pferden nichts, ey? Du willst dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Wohin führt sie mich denn jetzt? Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Puh. Na komm. Fuck. Gut. Dino, wo bist du denn? Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene, noch ein neuer. Mann, der war lustig. Oh ja. Kriegst du es hin? Muss ich dir helfen, okay. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auf dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch 73 werden. So, dann gehen wir zuerst. So. Alter, oder? Moment. Kommen wir gleich. Gut. Trag uns ein. Was war das hier? Eintragen, wo das denn? Das war früher ein Funkturm. Wo soll ich dich denn eintragen? Ah, hier. Nee. Da gibt's nur Munition. Keine Infizierten. Und nicht Infizierte auch nicht. Ach hier. Ein Sturm zieht auf. Ein paar Meilen weg. Dina, Eugene, alles okay. Dina, Eugene, haben ein Wildpferd gefunden, das im Eis fest saß. Rausgeholt, bringen es ins Lager. Wir lassen den nächsten Posten aus. Dina, Eugene, alles okay. Jesse, Astrid, ein Klicker im Keller von Mountain. Oh, Klicker! Jetzt habt ihr den Namen schon mal gelesen. Da kann ich ja schon mal sagen, das ist die zweite Stufe der Mutation. Das ist so ein Viech. Das kann nicht sehen, aber besonders gut hören. Und das Ding kann dich mit einem Schlag besiegen. Also wenn der dich entdeckt, dann renne. Oder killen halt mit einer Waffe. Aber Nahkampf, vergiss es. Greg und Bonnie, tote Tee beim Sunny Days, Seniorenheim, dritten Teil Runner gefunden. Erledigt. Dina Eugene, ein Runner an der Hauptstraße, alles erledigt. Greg Bonnie, der Schnee ist ziemlich heftig, werden heute Nacht hier campen. Jesse, William, alles okay.
Diana in den Vororten erledigt. Toter Hirsch vom Turm gefunden. Alles okay, heftiger Regen, Fluss ist am Ufer übertreten. Ja, alles okay. Alles okay, Tommy Joel. Zwei Klicker. Bei der Tankstelle erledigt uns alles okay, alles okay, alles okay. Mit. Und fertig. Eddie, Dina, alles okay. Komm. Die Stadt da ist unser letzter Halt. Schau mal. Ich sehe ein Einkaufszentrum. Oh, mit dem Supermarkt? Nein, die Stadt ist dahinter. Nicht der Glockenturm wahrscheinlich. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Okay, da müssen wir hin. Können wir noch was gucken? Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Sonst gibt's nichts. Gehen wir zurück zu den Pferden. Irgendwas kommt doch jetzt, ne? Das ist ja alles so reibungslos läuft. Kann ich mir schlecht denken. Gibt's hier irgendwas? Ich wette, diese Bon gehörte Eugene. Okay. Meine. Er hat sie mir geschenkt. Hast du Gras dabei? Ach, schön wär's. Ich hatte das immer von Eugene. Ach, Ellie wird seine Puffen oder was? Teile. Oh, das ist gut. Darum sage ich schön umsehen, damit wir das möglichst alles finden. Na, alles auf Anhieb werde ich mit Sicherheit nicht finden. Ich überlege noch, ob ich es denn, ob ich, aber wahrscheinlich werde ich es zu 100% spielen, also alle Sammelgegenstände. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Alle Sammelgegenstände sammeln? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Danke. Oh, die Teile, die mir natürlich später fehlen, werde ich natürlich privat sammeln, die ich jetzt vergesse. So, Dina, kommst du? Ich höre irgendwas, oder? Warum komme ich da jetzt nicht hoch? Hey, warum? Achso. Ich muss ja fliegen. Darf ich hier mal gucken? Oh. Eine Schroti-Munition. Das ist sehr schön, da haben wir das auch ingesackt. Wartest du auf mich? Ich schaue mich nur mal um. Bin gleich da. Wäre schade, wenn wir hier was vergessen würden. Aber nö, hier gibt's einen Spaten. Okay. Ich komm schon. So. Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein,
Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du uns Schneestoffschuhe trägst. So. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Sieht schon alles schön aus mit dem Schnee. Finde ich gut. Nein, vielleicht. Leck mich. Keine Ahnung, ob du jetzt hier auf dem Weg noch irgendwas sammeln kannst. Aber das kann ich mir immer noch... Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Ja, du musst doch auf mich warten. Hier ja, komme ich nicht hoch. Aber da drüben war ein Haus. So. Was weißt du über diesen Ort? Das ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit heraus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Hier kann man nicht hoch. Was machst du heute Abend? Ich dachte... In welchem Gebäude kann ich dir überhaupt rein? Joe, einen Film an. Oh. Das ist alles zugeschneit. Ach doch, hier komme ich rein. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Ja, das Interessante gibt es ja aber auch nicht. Echten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Ach da, komm mal rein. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Halt so was. Zum Schlittenfahren. Oh, Zusätze. Das ist natürlich auch wichtig. Ja. Da können wir uns ein bisschen verbessern mit Upgrades und so. Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Nicht mehr? Okay. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Oh. Okay. Also, zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die... Lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr ganz brav. Kann ich bitte einen großen Hund haben? Er soll meinen Papa beschützen, wenn er für uns Essen holt. Und er kann auch unser Haus vor dem Monster beschützen. Und er kann mein Freund sein, wenn mein Papa sich im Schlafzimmer einschließt. Und er ist echt total krass. Und wie alt... So sollte sie aussehen. Kannst du mir auch eine Waffe bringen? Ich glaube, wenn ich stärker wäre, wäre mein Papa fröhlich. Vielen Dank, Eric. Wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind vier... Was? Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. So, Flurhäuser kann ich ja aber nicht. Glaubst du, betreten. Dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat. Dann kann ich ja nur ins Hohe rein. Oder? Das sieht nicht so aus. Ich glaube, es wird kälter. Ich glaube, du hast recht. So, das ist das einzige Haus, was ich irgendwie... Was nur? Drüber springen wir nicht. Oha. Eier. Haben sie einen Hirsch gerissen. Was zur Hölle? Stickt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen nicht kriegen? Mehr als einer. Oh, ja. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Oh, oh. Jetzt kann ich ja mal gucken. Zusätze, was können wir denn schönes machen alles? Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit 1, bewegen Lauschmodus schneller. Okay. Erhöht die Geschwindigkeit bei der Verwendung eines Medikits, erhöht die maximale Gesundheit, bewege ich im Lauschmodus deutlich schneller. Du lebst normalerweise tödlichen Schaden mit geringer Gesundheit und hast eine Möglichkeit zur Flucht, das ist natürlich auch nicht schlecht. Tagebuch.
Dean hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe und sie hat meinen Arm berührt. Ah, ich bin echt gestürzt. Jetzt sei keine Idiotin. Sie ist zu einem so. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Heute war es total verrückt. Ich habe Angst. Bin aufgekratzt. Ängstlich. Ich muss das einfach wegpennen. Ist hier noch was? Ne. Oder ist da noch irgendwo? Hier. Fertigungstagebuch. Eine Anleitung. Gut. Dina, wo bist du hin? War in diesem Haus hier, wa? Wir da rein. Ah, da soll ich doch schon hin. Hier sind verschiedene Spuren. Was meinst du? Ja. Teilen und herrschen. Einen nach dem anderen. Hier sind sie drin. Nach dem Plan. Dina, hier lang. So, hab ich dich. Also das meinen sie, dass das Spiel auf jeden Fall... Das Spiel auf jeden Fall brutaler ist. Als Teil 1. Da konntest du dem Gegner nicht die Kehle durchschlitzen. Bei Teil 1. Ah ja. So wahrscheinlich lang. Kann ich hier reingucken? Vorsichtig zuschlossen. Okay. Verschlossene Türen können normalerweise von der anderen Seite aus geöffnet werden. Dann kann ich doch hier raus, oder? Genau. Und hier rein. Zusätze? Sehr schön. Mission. Wie kann ich sie jetzt von hier öffnen? Ja. Dina, wo bist du? Na gut. Jetzt müssen wir nämlich hier rein. Schlage betäubte Gegner, um großen Schaden zuzufügen. Guter Wurf übrigens. Danke. Oh, danke. Wo ist jetzt hier in der Nähe, Dina? War verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Ja. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. 20 Stück hat's mal gekillt. Ich muss heute einen neuen Rekord aufstellen. Bloß nicht. So muss ich jetzt lang. Halt. Nee, eine Stunde. Wo geht's denn weiter? Dina, was sagst du? Wo müssen wir jetzt weiter? Ah, immer der Blutspur folgen. Nimmst du den anderen? Gut. Gut.
Dachte, ich muss schon alles alleine machen. Schon rein. So, ich habe da eine Flasche gesehen. Dann kann ich mir das sicherlich greifen, oder? Warte mal, ich hab 'ne Idee. Da steht ja noch einer. Der läuft doch hier lang, oder? Oh, schön, dass Dina so gut mitmacht. Ist auch noch einer in der Nähe, glaube ich, erstmal nicht. Hm? Sind das alle? Ja, erstmal. Ja. Sieht so aus. Hier gibt es zwischen nur einen, die so. Noch die im Supermarkt. Oh, tut mir leid. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Ja, gleich. Ich will mich aber umsehen. Wo habe ich noch was gefunden, dass du öffnen konntest hier? Fehlanzeige. Gibt's denn nicht? Doch, die droppen Munition mit. Oder sonst. Leid. Oh ne, so was. Und Ziegelstein gibt's auch, aber ich habe ja schon eine Flasche. Dina, der auch was gedroppt? Ja. Der nicht. Warte, Dina, ich komme. Ja, da passt auf dich auf, ey. Gut, hoch mit dir. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Danke. Da, siehst du? Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen.